Okay, so wie ich es gelernt habe, meine Lieben. Es gibt Käseknödel, richtig schöne Käseknödel mit einer tollen Vinaigrette. Und da brauchen wir erstmal ein paar leckere Zwiebelchen. Und die Zwiebel werden in Butter angefüllt. Okay. Ist es okay, Käseknödel? Ja, ich bin ja Allgäuer. Ja, da muss es auch mal was mit Käse geben. Sensationell geil. Und es ist wirklich total easy, wirklich extrem einfach. Ihr nehmt Brot vom Vortag, ja, Brötchen vom Vortag, wie es so schön heißt. Und in diese Brötchen vom Vortag gibt ihr die leicht angeschwitzten Zwiebelchen dazu. Okay, im Moment noch überhaupt kein Akt. Dann Salz, frisch gemahlene Pfeffer, logischerweise schwarzen Pfeffer aus der Mühle. Dann kommt frischer Käse dazu. So. Bergkäse. So, richtig guter Bergkäse aus dem Allgäu wäre natürlich super. Vielleicht noch ein bisschen Appenzeller. Ja, also einen richtig ordentlichen Käse. Kein so ein Wischiwaschi-Käse, so ein light, mild, nussig. Also wenn ich das schon höre, dann drehe ich ja schon durch. Einen richtig kräftigen, guten Käse. So, und jetzt, meine Lieben. Kommt hierzu entweder ein bisschen heiße Milch oder was ich auch gern mache, ich nehme nachher von dem leicht gesalzenen Blanchierwasser ein bisschen was dazu. Aber wie gesagt, sehr, sehr gerne auch Milch. Dann kommt der Käse rein, Eier, ja, wir haben sagen auf die Menge zwei Stück. So, und jetzt rein ins Geschehen. So. Wie gesagt, Salz, Pfeffer, einen guten würzigen Käse, Zwiebel schön angebraten und ein bisschen heiße Milch oder Wasser. So, das müsst ihr jetzt ein paar Minuten kneten, ja? So, und irgendwann hat man dann so einen schönen Teig, ja? So einen schönen Teig. Und das macht ihr so, schau mal, zack, ein bisschen ins Wasser. Ja, so ein Koch kann das machen, ja, der Atomhände, ja? Mein Lehrchef hat immer gesagt, wer heiß anfassen kann, kann heiß lieben. Und dann hat man so schöne Klopse. Und die kommen plupp, in das heiße Wasser. So, und dann darf das Wasser nicht kochen, ihr Helden, sondern so ganz leicht siedend. Ja. Und auf das Wasser, auf die Menge, habe ich ungefähr ja, einen knappen Esslöffel Salz. So, schön schauen sie aus, die Kameraden. Und meine Lieben, nicht kochen, gell? Nicht kochen, sieden. 10 Minuten ungefähr, dann sind die ready. Okay, jetzt gibt es noch eine Vinaigrette, bestehend aus ein Teil Salz, ein Teil Zucker, ein bisschen guten Honig, kommst du raus? Dann natürlich Essig. Und was ich liebe, melde dich aus dem Glas. Und das Ganze erstmal aufrühren und so lange rühren, bis ja, das Salz so ein bisschen gelöst ist und der Honig vor allen Dingen auch. Aber es ist ja arschkalt hier, deswegen schaut er so aus. Und dann die doppelte Menge Öl dazugeben, die vorher Essig war. Und schön rühren. Ja? Also rühren, ein Teil Essig, zwei Teile Öl, altes Indianerrezept. Okay. Das war's mit dem Dressing. Und jetzt gibt es noch eine Nussbutter. Komm her. Hier, rein in die Pfanne. Das war die von gerade eben. Genügend Butter. Ich liebe ja Butter. Ich liebe einfach Butter. Und wenn irgendjemand sagt, Butter ist nicht gut, der hat keine Ahnung. Und wenn irgendjemand sagt, Butter ist nicht gesund, dann hat er noch viel weniger Ahnung. Zu der Butter kommen Pinienkerne. Dann so eine Prise Salz. Die Pinienkerne goldgelb anrösten lassen. Jetzt schaut mal her, meine Lieben, die Knödel. Hol ich jetzt mal zwei raus. Und die kommen jetzt in die heiße Pfanne. Thank you.
eigentlich ein geiles Frühstück. Und dann zum Schluss, ganz zum Schluss, ich bin jetzt kein so Freak von irgendwelchen Superfoods. Ja. Also, okay, das sind Goji-Bären, die kommen hier noch mit rein. Die schauen mega aus. Und dann kommt jetzt alles jetzt mal auf den Teller. Schau mal her. Hier ist ein bisschen Salat. Ja. Frisch gepflegt heute früh, im Allgäu ist das möglich. So, nimmt einen schönen Teller. Dann kommen die Knödel hier rauf. Auf die Knödel. Schau mal her. Auf die Knödel. Wow, ist das geil. Und jetzt auf den Salat noch ein bisschen was von der Vinaigrette. Also, jetzt pass mal auf. Guck mal, ich muss meinen Teller hinnehmen. Ein Blitzrezept. Hänsel Blitzrezepte. Hänsel Küche mit Sternen. Das ist sowas von geil. Ja, Käseknödel mit Goji-Bären, Pinienkerne, Vinaigrette. Und einer meldet sich Vinaigrette zum Salat. Guten Appetit, Freunde der Nacht. Wir sehen uns.